Am Wort ist der Abgeordnete Johann Hechtl. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren des Hohen Hauses. Ja, wie schon angeführt, der Sammelbericht des Petitions- und Bürgerinitiativenausschusses hat sehr viele Bereiche der Gesellschaft umfasst und die eingebrachten Bürgerinitiativen oder Petitionen wurden ausreichend diskutiert und auch behandelt. Und möchte vielleicht auf die Bürgerinitiative 51 eingehen, wo eine Verbesserung der Lehrlingsausbildung gefordert wurde. Diese Bürgerinitiative wurde von über 4000 jugendlichen Menschen und Persönlichkeiten, die in der Arbeitswelt stehen, unterstützt. Und das zeigt schon auf der einen Seite, wie viele Gedanken sich die Jugendlichen um ihre Lehrlingsausbildung, um die Berufsausbildung generell in Österreich machen. Und das zeigt auch, dass sie Vorschläge haben zur Verbesserung. Und wenn wir immer sprechen davon, in Österreich haben wir eines der besten Berufsausbildungssysteme, nämlich die duale Berufsausbildung, die europaweit sehr anerkannt ist, so zeigt gerade diese Bürgerinitiative, dass es immer wieder Verbesserungen geben muss und hier Verbesserungen zu tätigen sind. Und ich sage nur einige Punkte: die Ausweitung der Berufsschulzeit auf generell für alle Lehrlinge auf 1260 Stunden. Das finden wir auch im Arbeitsprogramm der Bundesregierung unter dem Titel Bildung wieder. Oder zum Beispiel auch das Manko, dass die Ausbilder nicht genügend Zeit haben, sich mit den Lehrlingen zu befassen. Und da könnte ich noch einige Punkte anführen, die in dieser Bürgerinitiative angeführt sind. Möchte auch noch auf die Bürgerinitiative 62 eingehen, wo die Einführung der flächendeckenden Senioren- und Jahrescard für Österreich gefordert wurde. Diese Jahrescard für die Pensionistinnen und Pensionisten ist ein Bereich, wo man sozial gestaffelt in ganz Österreich mit einer sogenannten Netzkarte die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann. Das gibt auch eine Chance für die Pensionistinnen und Pensionisten, gibt aber auch eine Chance für die öffentlichen Verkehrsunternehmen, damit sie attraktiver werden, gewisse finanzielle Abdeckungen abdeckt sozusagen. Und ich bin überzeugt oder ich bin schon neugierig, wie die Stellungnahme des Bundesministers für Finanzen in diesem Bereich bei dieser Bürgerinitiative ausfallen wird. Ich glaube, die Senioren und Senioren in Österreich haben sich eine solche flächendeckende Jahreskarte verdient.